Danke. Schnall es an den linken Arm. Kannst loslegen. Klar. Das hier? Aha. Ah. Entschuldigt mich. Okay. Bist du bereit? Hätte nicht gedacht, die Heimat wiederzusehen. Nicht auf die Art. Ah, also nervös? Glaub mir, verstehe ich. Aber mein neuer Freund und ich werden dich nach Kräften unterstützen. Mit mir hier wird dir nichts passieren. Was so? Schon klar, du bist spitze. Aber ich will wissen, was er denkt. Ah. Ja, ich auch. Jäger, herhören. Das ist der Grundriss von Schloss Schrade. Waffen aus der letzten Schlacht sind noch vor Ort. Die Kanonen sind hier. Hier die Ballisten. Hoffentlich können wir funktionierende Binder finden. Hier befinden sich Schienen. Ein Hinweis auf eine bewegliche Balliste. Und da ist ein Drachenspeer. Unser Ass im Ärmel. Ein wenig veraltet. Also muss er manuell ausgelöst werden. Und hier haben wir eine Schutzwand. Sie muss ebenfalls manuell ausgelöst werden. Dort befindet sich der Hebel. Er wird im Notfall nützlich sein. Das wär's. Verinnerlich diese Details gut. Jawohl! Fatales, Schloss Schrade fühlt sich unwirklich an. Ich weiß, es klingt kitschig, aber es fühlt sich an, als wäre das bloß eine Gute-Nacht-Geschichte. Das verstehe ich gut. Die Legende des Fatales wurde von Generation zu Generation zu Generation weitergegeben. Viele glaubten, dass die Geschichte über den Fatalis und Schloss Schrade nur ein Ammenmärchen war. Ich hätte nie gedacht, dass die Legende wahr ist. Das Wort Fatalis war nie als Name für eine Bestie gedacht. Nein, das Wort sollte eine Art Existenz beschreiben. Doch im Laufe der Zeit wurde es schließlich zum Namen des Monsters. Wir stellen uns also nicht einem Monster, sondern der Geschichte. Wir sind bald da. Macht euch bereit. General! Wir haben was entdeckt. Wow. Es existiert wirklich. Es war nicht nur eine Legende. Oh, Wahnsinn. Ich kann es nicht beschreiben. Aber es ist, als würden sich die Vergangenheit und die Gegenwart hier treffen. Allerdings. Die war nicht auf den Lageplänen. Sie blockiert den Drachenspeer? Dann sind auch die Ballisten und die Schutzwand unerreichbar. Haben Sie die improvisiert? Erst den Fatalis bekämpft und die dann zusammengenagelt? Verstehe. Das bedeutet letztlich, konnten sie den Drachenspeer nicht einsetzen. Sie sahen die Niederlage ein und brachen den Kampf ab. Nein. Sie haben ihn eingesetzt.
Sie kämpften hart um ihr Leben, um ihre Heimat, aber waren schließlich unterlegen. Sie standen bis zum bitteren Ende. Bei einem Rückzug wäre nichts übrig geblieben, nachdem der Fatalis fertig war. Ich hatte kein Recht zu urteilen. Also, was sollen wir tun? Mit der Barrikade können wir den Drachenspeer nicht nutzen. Reißen wir sie ein. Jawohl. Holt ein paar Leute her. Unsere Truppen? Sie sollen wohl bald hier eintreffen. Gut, die sind schnell. Sobald wir vereint sind, sollten wir stark genug sein. Wir sind auch noch da. Da wir die Flugdrachen haben, werden wir da oben ein Lager errichten. Wir werden die Karten aktualisieren. Was ist... Unmöglich! Erdbeben! Was? Jetzt schon? Weg! Was ist los? Bewegung! Alles okay? Kommandant, die Hauptgruppe kommt bald, richtig? Korrekt. Beeilung! Der Boden die Chancen? Die stehen nicht gut. Wir verschaffen euch Zeit zur Flucht. Mann, das ist Wahnsinn. Alle raus. Wir dürfen keine Fehler machen. Dann mal los jetzt. Jawohl. Ins Lager. Schnell. Diese beiden Jäger zu unterschätzen, war sein größter Fehler. Ich weiß das nur zu genau. General. So gut. Bekämpfen wir die Geschichte. Wir müssen hier ausharren. Ja, Freunde, und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Monster Iceborne. Also ist der Kopf bestimmt ein Schwachpunkt. Wir gehen gleich die in den Vollen. Die Kanonen da oben sollten in der Lage sein, seinen Kopf zu treffen. Und werden uns in dieser Folge, wie ihr schon gesehen habt, den Fatales richten. Alter. Tötet den Fatales. Aha, Leute. Ihr seid so lustig. Ja, hallo. Ja, hallo. Was war das denn jetzt? Guck mal, der Bruder, der haut ja hier mal voll längst rein. Keine Sorge, ich halte ihn in Schach. Mach dich wieder kampfbereit. Ja, ja, kein Problem, Bruder. Ich muss hier erstmal eine Antwort richtig machen. Genau. Tja, wie soll ich sagen? Für euch wird es ein Tag maximal sein. Für mich sind es jetzt mehrere Wochen vergangen. Schrägstrich Monate. Ein Umzug war noch dazwischen. Ja, es ist einiges passiert in meiner privaten Zeit. Und ja, daher muss ich auch erstmal richtig reinkommen hier wieder. Ich kann so viel sagen, ich bin froh, dass die Fatales Quest abgeändert wurde von Capcom.
In früheren Versionen musste man nämlich hier noch gegen Alatrion vorher antreten. Ist zum Glück weggefallen. Ja. Ja. Komm schon, Kumpel. Wir schaffen das. Ja, hoffe ich mal. Er ist auf einem Tier. Mal. Auf den Kopf zielen, schnell. Ja, gar nicht so leicht, das auf den Kopf zu zielen hier. Der Mantel ist wahrscheinlich gleich wieder weg. Oh, schon gemerkt, die Matte ist weg. Oh, oh. Gleich wieder abgelegt. Und oh, im richtigen Moment springen. Ja, Fatalis. Einer der, ja, kann man wirklich so sagen, Endbosse von der gesamten Monster-Reihe. Der Monster-Hunter-Reihe. Der Kopf ist schwer zu erreichen, wenn er steht. Ja. Bruder, das ist nicht nur schwer zu erreichen für dich, wenn er steht. Für mich ist er genauso schwer zu erreichen. Wir haben einen Winder. Du greifst den Mittelteil an und ich binde ihn, wenn die Zeit gekommen ist. Binder. Komm schon, Kumpel. Wir schaffen das. Hör auf, Digga! Hier, Lebensstaub! Mach weiter so! Ja, Lebensstaub ist gut, ich möchte... Auf den Kopf zielen, schnell! Ich muss jetzt eher mal ein paar Sekunden Zeit, um die auch zu powern. Ja. Er steht aufrecht! Nicht. Den Mittelteil angreifen, damit wir ihn binden! Hey, du brauchst wohl eine Erfrischung. In erster Linie brauche ich alles, ja. Oh, natürlich. Oh, das ist so eklig. Ja, normalerweise würde ich ja zusammen das Ganze hier mit Dominik machen. Aber zum einen ist der Teil von der Fatalis-Quest-Reihe nur solo machbar. Weil töten, verstehe ich, wie gesagt, immer noch nicht ganz gut. Ja. Und diesbezüglich, nach dem Alatrion-Debakel, nenne ich es mal, hat Dominik zumindest, was Monster Hunter World angeht, erstmal aufgegeben. ja, er hat sehr stark die Lust daran verloren, weil er Alatrion einfach nicht kleinkriegt. Irgendwo verständlich, Alatrion ist echt ein knackiger Gegner. Aber ja. Wir schauen mal, dass ich jetzt hier überhaupt mal vorankomme. Dadurch, dass ich mir keine Hilfe holen kann, weil ich Fatalis hier solo machen muss. Das ist ganz eklig. Flatter doch mal hin da zu ihm. Ja, 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 nein, nein. Du sollst zu ihm hinflattern. Ja. Verdammt ich dabei. So schnell gebe ich nicht auf. Aber übertreib's nicht, ja? Nötig. Er ist auf allen Vieren. Auf den Kopf ziehen, schnell. Auf den Kopf ziehen, die Fett. Jetzt sagt sie so leicht, Mädel. Hier,
Alter. Mach weiter so. Trotz der ganzen Sache, dass ich eigentlich relativ starke Rüstung habe, und zwar die Alastor-Rüstung, ist der Typ echt knackig. So schnell gebe ich nicht auf. Aber übertreib's nicht, ja? Oh, da bin ich schon wieder ohnmächtig. Er hat mich vorhin nur gestriffen. Das müsst ihr euch mal geben, wie viel Damage der drückt. Er hat mich nur gestriffen. Keine Sorge, oh, ich halte ihn in Schach. Mach dich wieder kampfbereit. Ja, du sagst es so leicht, Kumpel. Also es kann sein, dass ich euch hier auch wieder den Schlussversuch einschneiden werde und mich bis dato stumm schalten werde. Aber ja, schauen wir erstmal in den Versuch. Sollte es nicht klappen, lasse ich euch den hier drinnen und ihr seht danach den finalen Versuch. Yay, mein Leben ist davon natürlich wieder verfügbar. Er steht aufrecht. Den Mittelteil angreifen, damit wir ihn binden können. Hey, bist du in Ordnung? Lustig ist, er greift ja wirklich nur mich an. Der wird da von dem Typen bombardiert und der kriegt ja dadurch ja keinen. Er ist auf allen Vieren! Auf den Kopf zielen! Schnell! Das finde ich halt auch immer total lustig, wie die sagen, auf den Kopf zielen, auf den Kopf zielen. Bloß auf den Kopf zielen. Ja, ist ja nicht gerade mal so, dass man den so leicht trifft. Wie gesagt, und der macht immens Damage. Ja, ich konnte mich noch nicht mal mehr heilen. Ey, das ist doch so ein Mist gegen Fatales. Ja, du, man hat schon so einen starken Rüstung an und dann nimmt man trotzdem so einen immensen Damage an Schaden. Na komm, lass mich da rennen. Ey, wie gesagt, Alter, wir sind 5 Minuten sind wir hier drinnen. Also, wartet mal, dann nehme ich mir gleich nochmal so ein Ding mit. Ihr glotzt hier oben bloß oder was, anstatt da mal alle mit angreift, dann könnten wir den noch knacken. Er steht aufrecht. Den Mittelteil angreifen, damit wir ihn binden können. Ja, wieder so ein Ding. Ich bin gleich wieder tot. Es ist Zeit, den Binder vorzubereiten. Geh zur Balliste nahe der Barrikade. Verstanden? Wow. Wow. Gut, Freunde. Wie gesagt, dadurch, dass ich weiß, dass Fatales echt ein harter Brocken ist, sehen wir uns gleich wieder, wenn ich es mal hingekriegt habe. Deswegen, bis gleich. Bist du not?
Keine Sorge, ich halte ihn in Schach. Mach dich wieder kampfbereit. So schnell gebe ich nicht auf. Aber übertreib es nicht, ja? Er ist auf allen Vieren! Auf den Kopf zielen! Schnell! So lange. Der Fatalis ist aufgestanden. Hier, Lebensstaub. Mach weiter so. In Ordnung? Hey, du brauchst wohl eine Erfrischung. So schnell gebe ich nicht auf. Aber übertreib es nicht, ja?
Jo, Leute, ich hab's endlich geschafft. Zumindest soweit, dass wir ja von nun an mit Randoms diese Bestie machen können. Yay. Ich merke schon gerade, ich bin schon wieder etwas dezent laut eingestellt. Oh Mann! Jetzt muss ich mal dezent etwas runterdrehen. Ja, jetzt heißt es wirklich, wenn die beiden Randoms. Vor dem Angriff ist echt keine Sicherheit. Bruder, nein! Der ballert da, ich fliege gerade alles weg. Holy shit. Status! Mann am Boden! Die Barrikade ist zerstört! Wo bleibt der Drachenspeer? Wird ermittelt. Ich gebe Bescheid. Die Kommission ist endlich hier. Die beiden Jäger haben uns genug Zeit verschafft. Ein Funke der Hoffnung. Wir müssen ihn nutzen. Beeilen wir uns! Los! Jawohl! Ach, verdammt. Ich werde wohl nie wie er. Hey, Leute! Zwei Dinge. Erstens, die bewegliche Balliste und die Schutzwand sind einsatzbereit. Der Drachenspeer ist bald soweit. Setze sie ein, wenn die Zeit reif ist. Zweitens, die Hauptgruppe ist hier. Hilfe steht bereit. Geh, ich kümmere mich um ihn. Das Ding ist echt, Partner. Aber das bedeutet, dass du es töten kannst. Die Schutzwand der Festung wird per Schalter aktiviert. Nutze sie, um vor seinen Angriffen Deckung zu suchen. Nutze die Ballisten und Kanonen, wenn er fliegt. Thank you.
setzt seinen Odem ein! Suche irgendwo Schutz! Balliste und Schutzwand sind jetzt einsatzbereit. Nutze die Waffen der Festung, um die Fatalis zu Boden zu zwingen.
Einzug in die Festung und die Schutzwand nutzen. Was geschieht mit ihm? Wir müssen etwas gegen diesen Angriff unternehmen. Wenn wir den Kopf brechen, sollte ihn das schwächen. Geschwächt sein. Leute, hier nicht auf Schnitt oder so, aber ich melde mich mal zu diesem Kampf jetzt und denke mir dabei echt so, Halleluja. Unser Schwert und Schild ist der Burner, ist der, Alter. What the hell? Der geht mir dabei. Alter, der Bildschirm wackelt so hart. Also, ungelogen, der Typ reißt hier gerade für uns alles. Jetzt hat unser Dieter auch. Der hat alle Hände voll zu tun. Sie wollen sich hier so hart drauf zu den Kampfern spielen. Zwei Felsen gleich sind auch gut. Oh, ich sehe mein Mantel hier rein. Dann nutzen wir den doch gleich mal. Eine Minute bis zu 30 Euro. Nice. Den Minuten haben wir noch.
Locken zum Drachensperr. Na komm, guck. Komm ran hier. Ach, der sitzt auf dem gerade drauf. Den müssen wir das auf jeden Fall nutzen. Ausgerechnet dann, wenn ich meine Waffen schaffen muss. Alle immer ruft auf den Kopf. Jetzt aber eine weitere riesige Leute. Flamme! Nähere dich dem Fatalis! Oh, jetzt müssen wir aber mal endlich an die verdammten Drachensteher ranholen. Doppelter Damage. Ja, jetzt müssten wir schon mal langsam mal wieder hinziehen. Ja. Ja, das war wieder klar. Aber unser Team. Unser Dude. Den muss ich heilen. Unser Dude. Wow, Bro. Kommst du jetzt mal wieder runter? Geht doch. Was der nicht alles ausgeht. Oh ja, jetzt wird er wild. Jetzt wird der Kuss richtig abgezogen. Eine weitere riesige Flamme! Nähere dich dem Fatalis! Oh Mann, Mann. Das ist hoffentlich seine letzte. Langsam geht der Viech mir nämlich hardcore auf den Seil. Nein! Verdammte Axt, wir haben nur noch diesen einen Versuch, Alter. Wir haben nur 5 Minuten noch, Alter, komm schon.
Ja, endlich! Wir haben es geschafft! Es ist... Ich danke diesem Team, weil das war jetzt endgültig. Du bist... Freunde der Sonne, ich weiß jetzt schon, das wird heftig. Es sind circa 4 Stunden Schnittarbeit mit den ganzen Versuchen, bis Fatalis mal geknackt war. Also von daher, Leute, caramba. Böses Auge. Menschenskinder. Aber Freunde der Sonne, ich kann euch auch schon mal so viel sagen. Mit Fatalis und dem Sieg über ihn war es das auch. Mit Monster Hunter World Iceborne. Ich würde gerne sagen, Dominik, sag mal ein paar Abschlussworte, aber ja gut. Ich hätte mich gefreut, hätten wir es zusammen geschafft. Aber keine Sorge, wir sehen uns bald wieder in einem weiteren Monster Hunter Projekt. Könnt ihr schon mal drauf freuen, denn wir starten, so wie ich dann endlich mal hiermit fertig bin, starten wir nämlich endlich mit Monster Hunter Rise. Und Freunde, was soll ich sagen, ich freue mich schon tierisch drauf, denn es gibt Waffendesigns, kann man so sagen, ja, glaub schon, Waffendesigns, die einfach awesome aussehen. Aber diesbezüglich werdet ihr dann sehen. Ich mute mich jetzt an der Stelle, weil ich denke mal, gleich wird nochmal eine Katze kommen. Oder auch nicht. Gut, da hat der Chef noch was zu sagen. Gut, dich zu sehen, Jäger. Hast du dich von deinem Kampf mit dem Fatalis schon erholt? Du hast echten Jägersmut. Übrigens, wir haben einen Besucher. Er ist gerade angekommen. Komm mit mir. Ein Besucher. Da bin ich jetzt mal gespannt. Ist eine Weile her, seit wir das hier gemacht haben. Sind alle bei guter Gesundheit? Wie geht's dir, Junge? Könnte nicht besser sein. Ist schön zu sehen, dass Sie guter Laune sind. Ich bin überrascht, dass Sie eine weitere Reise in die neue Welt unternommen haben. Er möchte beobachten, wie die Kommission arbeitet. Ist deshalb nur für kurze Zeit hier. Ja, ich finde die Schleudertechnologie faszinierend. Überwältigend, was da an Entwicklungsarbeit geleistet wurde. Außerdem gefällt mir die flexible Hierarchiestruktur der Kommission. Sie erlaubt es, sich jeder Situation anzupassen. Ohne euren Beitrag zu diesem Gemeinschaftsprojekt wäre die Erlegung des Fatales vielleicht nicht möglich gewesen. Ihr habt mir gezeigt, dass ihr nicht nur hervorragend jagen könnt, sondern dass ihr euch auch hervorragend gegenseitig unterstützt. Ich muss euch erneut zu eurer großartigen Arbeit gratulieren. Vielen Dank. Übrigens, Aiden, ich glaube, Geschichten über deine Bemühungen haben jemanden erreicht, den du kennst. Er hat gehört, dass du verletzt wurdest, als du einen Kameraden beschützt hast. Das hat ihn ziemlich mitgenommen. Sein Gesicht wurde rot vor Wut, als ob du direkt vor ihm stehen würdest. Du hast einen guten Mentor. Oh, wirklich? Es freut mich zu hören, dass er sich nicht verändert hat. Sollten sich ihre Wege erneut mit meinem Meister Julius kreuzen, würden Sie ihm bitte eine Nachricht von mir ausrichten. Sagen Sie ihm, dass ich mein Versprechen gehalten habe. Es gibt jemanden, den ich ihm vorstellen möchte. Ich werde also bald zu Hause sein. Darauf kann er sich verlassen. Verstanden. Nun dann, sollen wir hier weitermachen? Ich würde gerne eine Quest angehen, wenn alle hier damit einverstanden sind. Was? Nun... Wir könnten mit einer Sammelquest beginnen. Sie brauchen außerdem eine Einführung in die Benutzung der Klammerklaue. Ich stehe jederzeit zur Verfügung. Nun, dann überlasse ich unseren Gast euch. Zeigt ihm alles, was die neue Welt so zu bieten hat.
Jawohl! So, Freunde, da sind wir kurz bei der Mondschau. Kurz bevor wir das Projekt jetzt beenden, zeige ich euch noch die, ja, die Waffen und die Rüstungen, die man so aus dem Fatalis machen kann. Rosa Set. Achso, ja, das war wahrscheinlich vor dem aktuellen Event. Fatalis Set. Beta. Sieht gerade mit diesem Regenbogen-Effekt, sieht das schon echt nice aus. Das Alpha Set. Ja, das hat auch schon was. Dann gucken wir nochmal bei unserem gutsten Paar Lico rein. Wo haben wir das denn? Ah, da! Paddige Ausrüstung Schmieden. Mansion-Skinner. Einmal das rosa Set. Okay, das sieht echt gruselig aus. Schmetterling. Aber. Da, Fatalis. Haben vielleicht viele von euch schon gesehen. Ein kleiner Mini-Fatalis mit einem Jäger auf dem Rücken. Der ist ja knuffig. Den habe ich ja vorher noch gar nicht gesehen. Das Ding fetzt. Geil. Das ist seine Waffe, wenn ich das richtig gesehen habe. What the hell? Gut, wir gucken noch ganz kurz bei den Waffen und so rein, wie die aussehen. Boah, fatales Klinge, Großschwert. Schon monströser Klopper. Schwert und Schild, was ich ja persönlich nicht wirklich so gespielt habe. Genau hier, fatales. Aber ich muss immer noch sagen, der Dude mit seinem Schwert und Schild, ich weiß nicht, was der gemacht hat, aber der war immer awesome, ey. Der hat uns ja permanent geheilt. Der fatale Brecher. Das Ding wurde Dominik sehr gut gefallen. Das weiß ich. Gucken wir bei der Lanzerin. Auch so ein Ding, wo ich sage, nicht ganz so mein Fall. Ach, Alatron, genau hier. Fatales wieder. Ui, das ist doch mal ein riesen Klopperschild. Die Morph-Axt. Vielleicht werde ich es in Rice mal ein bisschen testen. Aha, interessant. Die Insektengläfe. Einer meiner Favoritenwaffen, wenn es ums Reiten geht. Da bin ich in Rice sehr gespannt, wie das da geht. Weil da gibt es ja auch neue Mechaniken. Die Vorkanone. Oh. Langschwert. Da habe ich mich ja schon mal erkundigt. Aber mir fehlt die Kohle dafür. Schade. Aber wie gesagt, weitere Videos wird es hierzu wahrscheinlich nicht mehr geben, die fatales Doppelklingen. The fuck? Was ist das für eine riesen Doppelklinge und wo ist die andere dazu? Hi, der Witzker. Man sieht zwar auf dem Bild die Doppelklinge, aber ich sehe hier bloß die große. Naja, auch egal. Das Jagdhorn. Gute Waffe, ja, stimmt, fatales Gitarre. Wenn ein bisschen auf Musik steht, das Ding ist größer Weg, ey. Mensch, jetzt genau. Eine Gewehrlanze. Ja, mit dem Ding kann man auch gut auch machen. Und wir hatten ja einen mit bei gehabt, der auch noch Gewehrlanze gespielt hatte. Also, auch Respekt an den. Der hat uns auch teilweise echt guten Arsch gerettet. Aber mein großer Dank geht an unseren Schild- und Schwertspieler. Der hat einfach alles gerockt, was es nur gibt. Und zu guter Letzt der Bogen. Auch so ein riesiges Klopperteil, Alter. Hör mir auf. Aber gut, Freunde. Das war es erstmal damit. Je nachdem, da ich keine Credits hatte und ich glaube, ich weiß jetzt auch gerade gar nicht, ob noch Credits sind. Ja, Freunde, das war's mit Monster Hunter World Iceborne. Dieses kurze Video kommt jetzt am Ende noch, um mich nochmal zu verabschieden, zumindest für dieses Projekt. Leider Gottes ist mir aufgefallen, dass im letzten Video gegen den Fatalis, dass mein Mikro etwas dezent leiser eingestellt war, weshalb ich jetzt auch etwas lauter rede. Aber hey, was soll ich sagen? Ein hammergeiles Projekt. Schade, dass Dominik, wie gesagt, leider nicht mehr am Ende mit bei sein konnte.
Aber naja, wir werden ihn definitiv im neuen Projekt Monster Hunter Rise, was natürlich auch kein komplett neues Spiel ist. Es ist auch schon eine ganze Weile auf dem Markt. Nur, dachten wir uns jetzt, wenn wir Monster Hunter World Iceborne beendet haben, werden wir damit weitermachen, denn hey, es wurde ja immerhin auch noch angekündigt, dass, glaube ich, nächstes Jahr Monster Hunter Wilds kommt. Und darauf bin ich sehr schön gespannt. Also von daher, Freunde, ich danke nochmal vielmals. Das hier ist der Abschluss für Monster Hunter World Iceborne. Und ich wünsche allen Jägern da draußen noch eine schöne Jagd. Bis dahin, haut rein, Leute, und ciao!